Die sogenannten literarischen Teeabende waren Anfang des 19. Jahrhunderts in den gehobenen Gesellschaften Deutschlands gang und gäbe. Hierzu wurden ausgewählte Gäste eingeladen und es gab Vorlesungen, falls nicht sogar ein Dichter eingeladen war, der seine eigenen Stücke vortrug. Der Tee wurde generell pur serviert, die Gäste nahmen sich immer selbst so viel Rum oder Zucker, wie sie wollten. Dadurch kam es immer öfter vor, dass die Gäste recht schnell angetrunken waren, und da war es das dann mit dem literarischen Teil des Abends. Somit kam es, dass die Teestunde immer weiter nach hinten verschoben wurde, damit der literarische Teil des Abends nicht zu kurz kommt. Hierher soll der Spruch abwarten und Tee trinken angeblich kommen. Der Spruch kommt aus dem frühen Handwerk Schreiner, Schlosser. Die haben damals nicht so präzises Werkzeug gehabt wie heute. Deshalb war es gut, wenn es passte und auch etwas wackelte. Der Ursprung dieses Spruches ist nicht genau erklärt, kommt aber wahrscheinlich aus dem Jahre 1600. In Geflügelte Worte von Georg Büchmann erinnert er an Geschichten von treuen Hunden, die manchmal auf dem Grab ihrer Besitzer trauern, bis sie selber verenden. Hierbei wird ein Hundegrabmal bei der Schlossruine Winterstein zitiert. Das Grab wurde zu Ehren eines Hundes errichtet, der die Liebesbriefe seines Herrchen überbrachte.